Oder wenn auch Situationen für mich nicht so gut gelaufen sind, mir das im Geiste vorzustellen, wie es optimal gelaufen wäre, ja? In Liebe, in Freude, weil wir sind Menschen und wir sind halt auch geprägt durch gewisse Dinge und uns da nicht zu verurteilen, sondern da in Liebe mit mir zu sein und zu sagen, okay, es passiert, wie hätte es denn jetzt für dich optimal aussehen können? Ja, und damit zu arbeiten. Menschen, die trotz Schicksalsschlag, Trauma oder schwerer Voraussetzung nie aufgegeben oder den Mut verloren haben. Was genau der Antrieb und die Kraft dieser Menschen war, das erzählen sie dir in dieser Videoserie. Herzlich willkommen zu Heldengeschichten, welche dir Mut, Zuversicht und Hoffnung bringen werden. Liebe Yvonne, schön, dass du da bist und dich bei mir gemeldet hast. Magst du gleich mal anfangen und erzählen, was deine Heldengeschichte ist? Ja, hallo Sandy, schön, dass ich dabei sein darf und ja, danke für die Möglichkeit und unser Gespräch schon mal vorab und dein Wirken. Ja, meine Heldengeschichte ist die, dass ich eine körperliche Thematik mit auf die Welt bekommen habe und von vielen Seiten gehört habe, das geht so nicht und du musst einen anderen Weg gehen. Also das Fremdbestimmte sehr auf mich eingewirkt hat und ich doch immer diesen Glauben in mir hatte, ja, lange, das geht auch anders. Also Selbstheilung ist möglich, ja. Und warum soll es nicht gehen? Und irgendwas in mir tief dabei geblieben ist, obwohl dann schon manchmal Zweifel kamen, vielleicht spinnst du ja doch oder die anderen halten dich für verrückt oder so, ja. Und ich trotzdem ja immer den Glauben behalten habe und der mich dahin geführt hat, dass ich wirklich Selbstheilung erfahren durfte und dankbar bin und mich an Menschen orientiert habe, die genau das auch transportiert haben, ja, sei es Clemens Kubi oder andere Personen, ja, mit denen ich mich befasst habe. Also wo richte ich auch meinen Fokus hin, ja? Richte ich es aufs Drama und auf die Horrorszenarien, ja? Oder richte ich meinen Fokus auf das, was geht und Glaube versetzt Berge und was ist alles möglich? Was haben wir alles für Kräfte in uns, ja? Was dürfen wir wieder wecken, was alles verschüttet gegangen ist und gerade auch durch Fremdbestimmung, jemand weiß es besser als ich, ja, da sind wir ja bei diesem somatischen, ja, das habe ich ja über Feldenkreis kennenlernen dürfen, was kommt von mir aus dem Inneren raus, ja, und nicht, was denkt jemand von außen, was gut für mich ist, ja, wer will es besser wissen als ich, ja, ich kann mir irgendwo Werkzeuge herholen, ja, oder Unterstützung und kann gucken, passt es für mich, ja, nur wenn ich wenn es für mich überhaupt nicht stimmig ist, wie zum Beispiel starke Medikamente oder eine OP, wo ich so das Gefühl habe, es braucht eigentlich Ruhe und Heilung, statt wieder eine OP, zack, schnell funktionieren. Ja? Genau. Und das ist meine Heldengeschichte, dass ich da mir treu geblieben bin oder die Treue zu mir gefunden habe. Weil wie oft war ich mir untreu gewesen, auch auf dem Weg, weil ich mich verunsichern lassen habe. Ja? Und genau, und jetzt, das ist meine Heldengeschichte. Ich habe die Selbstheilung geschafft und kann auf zwei gesunden Beinen laufen. Schön. Aber du hast vorhin Clemens Kubi gesagt, für die, die ihn nicht kennen. Das ist schon eine Wahnsinnsgranate, also ein Wahnsinnsmann. Das ist vom Dach gefallen und dann irgendwie so, also eine Wahnsinnsgeschichte. Und dann, du sagst, heute hast du gesunde Beine, also wirklich eben ein langer Prozess, wo du dich dann wirklich selbst geheilt, also nicht mal krank und dann gesund, einfach wirklich ein längerer Weg, denke ich mal. Ne? Ja, das waren, also das... Klar, es ist immer noch ein Weg. Ja? Also wenn ich jetzt nicht in meiner Mitte bin und wenn ich nicht auf mich höre, was ist gut für mich, stolper ich auch ganz schnell wieder raus. Ja? Also das ist natürlich auch, es ist ja jetzt kein Standardding, was mir immer erhalten bleibt, sondern ich darf immer wieder neu ausbalancieren und ausloten und gucken, was tut mir gut oder inwiefern überschreite ich jetzt auch Grenzen. Ja? Und es waren 24 Jahre, ja, 24 Jahre, wo ich mit Schmerz und Verunsicherung doch überwiegend unterwegs war, ja.
Ja. Ja, und schlussendlich ist es ja eigentlich die Seele, die mit einem spricht, gell? Und bis man mal an dem Punkt ist, wo man versteht, ich kann mich heilen, ja. Schön. Ja, und wie oft ich mich ja auch selbst dabei ertappt habe, die Verantwortung auch abzugeben, ne? Zu Heilern zu gehen oder ich mache die Feldenkreisausbildung und dann bin ich geheilt, ja. Das sind, wie gesagt, alles Impulse. Und was mache ich da draus? Und es ist auch für mich nicht eine Sache, sondern wenn du mich jetzt fragen würdest, nenne mir die 5 wichtigsten Dinge, ja, dann kann ich dir sagen, also für mich auf jeden Fall basische Ernährung, ja, Ernährung A und O, dann Nahrungsergänzungsmittel, weil vieles gar nicht mehr vorhanden ist, das richtige Maß und die richtige Dosierung an Bewegung. Ja, weil oftmals wird ja gesagt, halbe Stunde laufen. Nee, wenn heute nur 10 Minuten drin sind, dann sind auch die 10 Minuten gut für meinen Körper. Und wenn ich schwimmen gehe und merke, ist heute nur eine Viertelstunde, dann ist es nur eine Viertelstunde. Gucken wir kleinen Kindern zu. Also die gehen ja auch nicht aufs Fahrrad und fahren dann eine Dreiviertelstunde oder so. Ja, wir können uns echt viel wieder von den Kindern auch abgucken. Ja? Und genau, Glaubenssätze. Ja, wie viele Glaubenssätze haben wir in uns, wo Selbstverurteilung oder habe ich in mir, ja, wo Selbstverurteilung und damit auch Fremdverurteilung, ja, das eine bezieht ja das andere mit ein, ja, und dann Meditation oder Gebete, ja, in die Ruhe, in die Stille kommen, ja, genau. Das sind so die 5 Hauptdinge, die ich jetzt mal mit an die Hand geben möchte, ja, genau. Passt auch in eine Hand. Ja, schön. Ja. Und, aber eben, es ging eine Zeit lang, bis du an diesen Punkt gekommen bist. Was hast du dann, also was war so der Moment, wo du, meistens ist man ja so, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es trotzdem immer, so in diese Opferenergie, weißt du, wo du an den Punkt gekommen bist und gemerkt hast, hey, jetzt reicht's. So, das, wie sagt man, den Game Changer, so quasi. Also das war... Der Knackpunkt war vor 2 Jahren, als ich gesundheitlich aus meinem damaligen Job wegen Krankheit ausgefallen bin und dann in einer Reha war und in der Reha natürlich mit Schmerzen und meinen Themen hingegangen bin und dann nach der Reha an 2 Stöcken entlassen wurde. Ja, ich bin mit 2 Stöcken aus der Reha raus, ohne Stöcke hin. Und dann wurde mir von den Ärzten gesagt, dass ich arbeitsfähig bin. Und dann habe ich gesagt, Moment, also wer entscheidet denn, also wer fühlt denn hier in meinem Körper, ja? Und also wer beurteilt das denn? Und da habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt fange ich von ganz unten wieder an. Moschee Feldenkreis hat uns was Schönes mitgegeben, und zwar den Satz, vom Unmöglichen zum Möglichen, vom Möglichen zum Leichten und vom Leichten zum Eleganten. Und genau das durfte ich dann mir zu Herzen nehmen und genauso habe ich dann angefangen. Also ich bin dann auf einen Heimtrainer, habe mich da wirklich an diesen Satz orientiert, Yvonne, du schaffst es jetzt wieder. Ne? Und dann auf einen Heimtrainer Fahrrad gefahren, auf Stufe 1, ja, 1 Minute erstmal. Und es war schmerzhaft für mich gewesen, ja. Und dann wirklich kontinuierlich langsam gesteigert die Zeit und auch natürlich die Kraft, bis ich wieder an den Punkt gekommen bin, Moment, jetzt bist du wieder in der Leistung dran, Yvonne, ja. Mach nur 10 Minuten am Tag und auf Stufe 3. Und wenn du es jeden Tag machst, ist es okay, ja. Und ich gehe jetzt spazieren und ich finde halt mein Tempo auch. Ne? Jeder von uns sieht anders aus, spricht anders und es darf auch jeder ein anderes Tempo haben. Ja? Und das ist ja oftmals nicht gegeben. Von vielen wird ja verlangt, gleich schnell zu sein, ja? Oder sich wie der andere auszusehen oder sich, ja genau, dieses Individuelle geht verloren. Ja, ja. Würdest du sagen, du hast erkannt, warum dass du das gehabt hast? Ich weiß nicht, hast du einen Unfall gehabt oder du hast gesagt von Geburt auf oder wie war das? Einerseits von Geburt an, genau, und andererseits dann Unfall. Also quasi eine Hüftdysplasie. Ja.
Und das erkennt man normalerweise an Röntgenbildern, hat man zu meiner Zeit nicht erkannt. Und da wurde ich dann auf Muskelzerrung behandelt. Und ja, am Ende sollte ich Sport wieder mitmachen. Mit 12 Jahren war das dann gewesen. Und das war der Tropfen auf den heißen Stein, wo das Gelenk dann ganz rausgesprungen ist. Mhm. Genau. Und das war ja auch schon von den Ärzten, ne? Also du hast Muskelzerrungen und was ist gut für mich? Und ich habe es gefühlt, ja. Also es fing ja da quasi schon an. Und ich habe das Gefühl, ich durfte das da in der Reha auflösen, ja. Mhm. Endlich für mich einzustehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt keine 11 mehr, ja. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich weiß, was für mich gut ist. Ja. Das hast du jetzt quasi zu deinem Beruf gemacht, oder? Also ja, genau. Immer das, was man erlebt, schlussendlich, das ist ja das Learning, die Erfahrung, die man dann weitergeben darf. Was tust du genau? Also, ja, ich gebe das weiter, was mich in die Selbstheilung geführt hat. Ja? Also die Tools, Menschen, die zu mir kommen, zu begleiten, wieder zu spüren und zu fühlen und in die Bewusstheit zu bringen, weil ich habe den Glauben daran, dass Bewusstheit zur Selbstheilung führt. Wenn ich mir nicht über die Dinge bewusst bin, dann erfahre ich auch keine Selbstheilung. Ja? Also je bewusster ich werde, desto mehr ist möglich. Ja? Mhm. Mit mir und im Miteinander mit anderen. Ja? Deswegen auch, ich sage auch gerne so, diese Feldenkreisarbeit ist ja auch Arbeit mit dem Körper, ja? Mit den Muskeln. Und wenn wir Frieden mit im Körper haben, mit den Muskeln, ja, dann ist auch Frieden auf Erden, ja, weil dann bin ich auch entspannter mit dem Gegenüber. Wenn ich Schmerzen habe, das habe ich ja selbst erlebt, ja, dann bin ich wie in meiner Höhle introvertiert und will erstmal meine Ruhe haben und bin vielleicht auch aggressiver als sonst, weil ich mich halt nicht so gut fühle wie mein Umfeld, ja. So, oder wir kennen es ja auch, Neid, Missgunst, ja, was macht das mit uns? Es macht die Muskeln eng und verspannt, ja. Und wir können auf der einen Ebene arbeiten und können da rankommen, indem wir die Muskeln wieder verlängern mit unserem Gedankenhygiene, ja, oder halt über die Muskelmanagement, will ich mal sagen, gesundes Muskelmanagement, genau, ja. Also nicht, man hört immer nur Sport, also gesund werden ist eines, oder? Der andere ist dann Sport, aber diese Kombi, wo du da sagst, gesund werden durch Muskelbewusstsein, eine ganz andere Liga, spannend. Ja, das finde ich auch so, der Feldenkreisansatz, oder Feldenkreisansatz ist ja auch nochmal, beziehungsweise beim Sport wird ja, oder Physiotherapeuten, wie ich es erlebt habe, wird ja auch viel gedehnt. Ne? Die Muskeln müssen gedehnt werden. Ja? Und bei Feldenkrais ist es ja der Ansatz, er kommt ja auch aus dem Judo, ja? Die Kraft des Gegners nutzen. Ja? Das heißt, wenn ein Muskel verspannt ist, gucke ich erstmal, gehe ich in die Spannung rein, ja? Und gucke, aha, okay, ich komme dem jetzt noch ein bisschen entgegen und erhöhe noch die Spannung, dass es mein Gehirn halt auch wahrnimmt. Ja? Und dann kommt im Gehirn an, ah, jetzt kann ich loslassen. Es geht uns ja auch mit unserem Gegenüber so. Wenn jemand an mir ziehen will, ja, dann gehe ich in Widerstand. Wenn du mir aber entgegenkommst, ja, und ich merke dein Wohlwollen, ja, dann lasse ich auch mich gerne zu dir hinziehen. Ja. Hm. Hm. Ja, ganz spannend. Also quasi, also nur, dass ich das irgendwie, dass wir das alle auch reflektieren, was du da sagst. Ja. Also quasi, wenn man Schmerz hat, dann eigentlich einen Impuls setzen, dass das Gehirn eigentlich checkt, hey, da kann Selbstheilung jetzt geschehen. Da darf ich jetzt aktivieren quasi. Genau. Und statt wirklich daran zu, oder eine Entspannung zu erzwingen, ja, wir sind ja gewohnt, auf Vollgas zu fahren. Wir haben verlernt, vom Gas runterzugehen, ja, in die Entspannung. Wenn wir Katzen oder kleine Kinder sehen, wenn die sich hinlegen, dann sind die Muskeln entspannt. Ja. Wenn wir uns beobachten auf der Couch oder morgens, wenn wir aufstehen, ja, dann ist irgendwas verspannt, ja, weil wir vergessen haben, das sind so diese somatische Amnesien, ne, wo wir uns gar nicht mehr dessen bewusst sind, was da noch für ein Grundton ist, eine Grundspannung drin ist. Und sich dessen erstmal wieder bewusst zu werden. Ja.
Ja, und vorhin hast du gesagt, du bist da aufs Fahrrad gegangen und eigentlich, wenn man ja Schmerzen hat, schont man sich ja, oder? Und ja. Du hast da einfach langsam angekurbelt. Also eigentlich ist Schonen eigentlich kontraproduktiv, oder? Man steift da quasi ein, oder? Man sollte ja schon, oder? Ja, ich kann schon sagen, das ist ein Teufelskreislauf. Ich weiß, wie, oder ich habe auch Mitgefühl, ja, da in diesen Schutz reinzugehen. Ne? So, oh, mir tut alles weh und ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ja? Und andererseits wirklich so dieses, wenn use it or lose it. Genau, that's it. Ja? In einem kurzen Satz gesagt. Wenn ich es nicht mehr benutze, und das merke ich auch, ich habe in meinem Zimmer, ich wohne ja in einer Gemeinschaft, so, in meinem Zimmer habe ich alles so ausgerichtet, dass alles am Boden stattfindet. Ja? Also ich habe mein Bett auf dem Boden, ich habe die Sitzmöglichkeiten auf dem Boden. Genau deswegen, wir sind ja oftmals Tisch und Stühle gewohnt und Sessel und Couch und bewegen oder nutzen einige Teile wie Kinder nicht mehr. Ja? Und diese Teile habe ich jetzt wieder nutzen gelernt und kann mich prima organisieren. Ja. Ja. Wow. Spannend. Ja. Now back to the roots, gell? Wir können wieder ein bisschen mehr einfach bewusster werden. Einfach Mutter Natur hat uns ja alles gegeben. Ja. Wir sind eigentlich schlaue Wesen, aber haben uns so weitergebildet, dass wir uns eigentlich selber viel schaden. Ja, sehr entfernt haben, genau. Genau, das ist es auch. Ich gehe jetzt morgens raus in den Garten und sammle halt auch Kräuter. Ne? Also jetzt auch weg von diesen importierten Sachen. Also Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, was es da alles Tolles gibt, ja. Und was man da für, oder was ich da für tolle Gerichte auch draus zaubern kann, ja. Ja, genau. Und mein Umfeld anstecken, genauso wie mich da auch ein Mitbewohner angesteckt hat, ja. Okay. Ja, mit was Gutem anstecken. Mhm. Genau. Ja, dann kann man eigentlich zu dir kommen, als wenn man Schmerzen hat, egal welche Art. Oder hast du da eine spezifische für die Menschen, die jetzt zuschauen? Ja, also für alle Art von Schmerzen. Ja, weil Angriff nehmen wollen und ja, selbst. Es hängt alles miteinander zusammen. Ja? Also der Kopfschmerz kann mit den Füßen zusammenhängen. Ja? So, oder halt Ernährung. Wie gesagt, das gilt für viele Bereiche. Sei es für die körperlichen Thematiken oder für die psychischen Themen. Ja? Jetzt, ich war noch mal auf einem Vortrag jetzt gewesen von einem Umweltmediziner. Der hat mir sowas von aus der Seele gesprochen. Ja? Der auch gesagt hat, also jetzt Burnout, ja, oder Depressionen ist oftmals eine chronische Entzündung im Körper, ja, durch Übersäuerung. Ja. Wenn der Darm nicht richtig arbeitet, weil er zu viel Zucker oder ähnliche Dinge bekommt, dann kommen Gase ins Gehirn und das führt zu psychischen Beeinträchtigungen. Ja. Ja. Das lernt man nirgends, gell? Wie bitte? Das lernt man nirgends. Das ist mal, wenn man das hört, so noch nie gehört in meinem Leben. Gas ins Gehirn, okay. Aber macht's ja. Und das ist so nachvollziehbar, genau. Und warum wird uns das Wissen nicht so vermittelt oder weitergegeben, auch schon in frühen Jahren, ja? Schon als Kinder auch. Ne? Als Kinder kriegen wir ja auch viel Zucker. Ne? Da gibt es zu Ostern, da gibt es zu Weihnachten oder. Ja, bei Verwandten oder bei Oma, immer rein damit, statt da schon das, oder für mich wäre es wünschenswert, da schon das Bewusstsein zu schaffen, mit Alternativen zu arbeiten, ja, auch nicht diesen Verzicht, ich esse ja auch gern süß, ne, nur was haben wir denn für Alternativen, ja, das ist für mich das große Geschenk, ja, und da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel, ja. Ja, dann hätten wir eben dann ein Gesundheitssystem und nicht ein Krankheitssystem. Okay. Ja, ich denke schon, die Zukunft wird spannend. Also in deinem muss das umkippen, das Ganze, ja. Ja, genau, die Bewusstheit. Genau, die Bewusstheit. Ja, und die Bewusstheit, wenn du sagst, wenn du gerade Zucker ansprichst, ist ja auch, warum müssen wir solche Dinge in uns reinstopfen? Wenn es ja nur ein kleiner Genuss wäre zwischendurch, wäre es ja was anderes, aber meistens geht es ja darum, dass uns was fehlt. Die Geborgenheit, die Liebe oder was auch immer, so eine Kompensation ist, gell? Ja.
Ja, spannendes Thema. Ja, hast du irgendeine Weisheit, wo du sagen würdest den Menschen, wo du mit auf den Weg geben möchtest, wo du findest, hey, oder das hat dir in Tagen, wenn du wirklich so schmerzverzerrt warst, das hat dir geholfen, wo du vielleicht einen Spruch oder irgendetwas, was dich immer wieder weitergebracht hat? Guten Spruch, der mich begleitet, sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Ne? Das ist, und für mich ist immer so, Glauben versetzt Berge. Das ist wirklich ja, in viele Bereiche zu übertragen. Mhm. Ja, genau. Und ja, mit Bildern zu arbeiten, wenn Bewegung auch nicht möglich ist, ja, mir die Bewegung vorzustellen. Da passiert ja auch schon ganz viel im Körper. Ja? Oder wenn auch Situationen für mich nicht so gut gelaufen sind, mir das im Geiste vorzustellen, wie es optimal gelaufen wäre. Ja? In Liebe, in Freude, weil wir sind Menschen und wir sind halt auch geprägt durch gewisse Dinge. Und uns da nicht zu verurteilen, sondern da in Liebe mit mir zu sein und zu sagen, okay, es passiert, wie hätte es denn jetzt für dich optimal aussehen können? Ja, und damit zu arbeiten. Ja? Genau. Zukunfts-Ich, gell? Schön, ja. Ja, wenn man dir folgen möchte, wo können wir das machen? Also ich werde alles hier unten verlinken. Ja, zum einen auf meiner Homepage und zum anderen auf Facebook. Genau. Ja. Nochmal reinschauen. Okay. Ja. Möchtest du noch irgendetwas sagen, irgendetwas ergänzen, wo du findest, hey, haben wir jetzt vergessen, habe ich gar nicht angesprochen oder kommt jetzt spontan noch gerade in den Sinn, was ganz wichtig ist, was hier noch hingehört? Oder denkst du so gefühlt, eigentlich habe ich das gesagt, was ich sagen wollte? Doch. Ja, raus in die Natur gehen, also in die Natur, immer wieder in die Natur. Das und wenn es im Leben zu sehr, zu turbulent wird, zu schnell, ja, da erlebe ich mich auch, dass ich schnell wieder in diesen Rhythmus eventuell reinkommen könnte, dann noch langsamer machen. Also dann noch einen Schritt langsamer. Ja, das ist mittlerweile so mein Ding, wenn ich jetzt einen starken Druck verspüre, dazu sagen, nee, Yvonne, du gehst jetzt erstmal in die Natur, eine Runde spazieren und dann setzt du dich dahin und machst es, ja? Genau. Genau. Weise Botschaft. Ja. Schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Diese vielen Inputs und sehr spannende, wo ich finde, gibt es nicht so viel. Es gibt ja viel über Gesundheit da draußen, aber das waren jetzt mal Ansätze, wo ich wirklich sehr spannend. Dankeschön. Ja, ja, und ich danke dir für dein Wirken und die Möglichkeit, die Botschaft in die Welt zu tragen. Sehr gerne. Okay. Dankeschön. Sicher hast auch du eine Heldengeschichte und viele Erfahrungen gesammelt, die der Welt helfen könnten. Auch wenn du das nicht zu deinem Beruf gemacht hast, bin ich sicher, dass du damit sehr vielen Menschen helfen könntest. Deshalb werde auch du ein Teil der Heldengeschichte und kontaktiere mich. Ich freue mich, dich kennenzulernen.